Hallo Kenner, ist gut, Philippi hier, zusammen hier mit Daniel. Fangen wir mit ein paar Übungen hier, dass wir allein machen können. Danach machen wir ein paar Übungen zusammen. Schön euch zu sehen. Bewegen wir unsere Kopfkinder eine Seite zu die andere Seite. Langsam, okay. Oben und unten. Langsam auf. Rollen wir den Kopf. Beide Seiten. Genauso hier mit unserem Arm. Einmal nach hinten. Machen wir diesen größeren Kreis. Und danach wieder nach vorne. Langsam, Kinder. Anderer Arm. Machen wir genauso. Vorne, nach hinten. Hüfte. Machen wir auch einen Kreis. Beide Richtungen. Okay, Kinder. So, aufzuwärmen, habe ich hier meine beiden hier Füße hier auf. Ich werde hier meine Füße hier kreuzen, okay, danach wieder auf, danach kreuze ich wieder zu die andere Seite, okay, so einmal zu die Seite, einmal zu die andere Seite, machen wir das 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, sehr schön, Kinder. Jetzt ich mache hier einen großen Schritt hier nach vorne. Als ich meinen Schritt nach vorne hier mache, pass auf, dass wir unsere Hüfte, unsere Oberkörper immer noch gerade hier behalten, nur meine Hüfte kommt hier tief und ich versuche, mein Knie wie tief wie möglich hier zu bringen, okay? So, als ich hier meinen Schritt mit meinem rechten Bein nach vorne hier mache, mein linkes Knie ist fast auf den Boden gegangen, komme ich hier zurück, wieder hier nach vorne, okay? Machen wir das 5 Mal jede Seite, Kinder. Fangen wir erst mit unserem rechten Bein hier nach vorne, so 1, 2, rücken wir immer noch weiter nach vorne, 3, 4 und 5, okay, die andere Seite genauso, 1, 2, 3, 4 und 5, sehr schön, Kinder, jetzt greifen wir auf unsere Kragen, wir sind hier auf unsere Knie und hier Kinder, rechte Bein, linke Bein, linke Bein, rechte Bein, die andere Seite genauso, linke Bein, rechte Bein, rechte Bein, linke Bein, okay, Knie geöffnet, ich werde einfach aufstehen und wieder auf mein Knie hier gehen, ohne meine Oberkörper zu bewegen, ist klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mal noch, 9, und 10. Sehr schön, Kinder. Jetzt, ich lege mich hier hin. Füße auf den Boden. Mein Po hier nach oben. Ich bleibe hier auf meine Schulter. Ich kreuze hier meinen Arm über meinen Kopf, bis ich hier auf den Matten fassen hier kann. Okay? Komme ich hier zurück, mache ich genauso. So hier, Kopf und Schulter auf den Boden. Arm über meinen Kopf, bis ich auf den Matten fassen hier kann. Okay, machen wir das 10 Mal jede Seite, eigentlich 5 Mal jede Seite, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jawohl, Kinder. Jetzt zum Schluss, Kinder. Füße auf dem Boden, meine Hüfte hier immer noch hoch. Jetzt
Ich behalte meine Füße und ich gehe hier auf meine rechte Schulter. Bin ich auf meine rechte Schulter, benutze ich meine Füße, mein Po hier nach hinten hier zu bringen. Pass auf, dass meine Füße immer noch auf dem Boden hier sind. Hüfte hier zurück, mache ich genauso zu der anderen Seite. Füße auf dem Boden geblieben, ich gehe auf meine linke Schulter und Po hier nach hinten. Ohne meine Füße und Schulter hier zu bewegen. Okay, machen wir den Garnelen. Okay? Wieder fünfmal jede Seite. Eins, Druck. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Jawohl, Kinder, sehr schön. Jetzt, dass wir schon dran sind, wenn wir schon zusammen mit unserem Partner hier spielen. Bis gleich, Kinder. Okay, Kinder, so, ich bin hier mit Daniel hier zusammen und wir haben schon letzte Woche ein bisschen damit gespielt. Situation, wo ich hier mit den verrückten Beinen spielen hier muss. So, Daniels Beine verrückte hier sind, es ist mir kompliziert zu kontrollieren. So, was ich hier will, ist ihre Beine hier kontrollieren, nach vorne hier schieben. Und ich werde ihre beiden Beine zu einer Seite hier schieben, damit ich zu der anderen Seite gehen hier kann. Okay? So, das haben wir schon letzte Woche hier gemacht. Wenn ich ihre Seite erreichen hier kann, boom, gut für mich, habe ich gewonnen. Aber dann wird hier dagegen gekämpft. Die Beine sind echt verrückt. Ich will zu hier zu einer Seite, die andere Seite, boom, konnte ich zu ihrer Seite hier erreichen. Gut für mich. Habe ich gewonnen. So, machen wir dieses Spiel miteinander, wo wir für eineinhalb Minuten am oben sind. Dann ist sie jetzt am unten hier geblieben. Sie spielt hier mit den verrückten Beinen. Ich muss hier die verrückten Beine kontrollieren. Wenn sie für eineinhalb Minuten die verrückten Beine behalten hier kann, hat sie gewonnen. Habe ich ihre Seite hier erreicht, boom, dann habe ich gewonnen. Okay, dann wieder vom Anfang. Pass auf, Kinder, wenn ich ihre Beine zu meiner rechten Seite geschoben hier habe, muss ich hier zu meiner linken Seite hier laufen, damit ich ihre Seite erreichen hier kann. Solange ihre Beine vor meiner Kurve hier sind, sie kann sich hier gern hier schützen. Und so, sie ist immer noch hier, spiele, so, ja. Okay? Eineinhalb Minuten, danach tauschen. Dann ist sie jetzt hier am oben geblieben. Und sie muss jetzt die verrückten Beine hier kontrollieren. Boom, genau. Genau, sie hat meine Seite hier erreicht. Gut für sie, wieder von Anfang. Okay, so, Kinder. Arbeiten wir mit heutigen Position. Bis gleich. Okay, Kinder, so. Wir sind immer noch mit den verrückten Beinen hier beschäftigt, okay, weil sie richtig verrückt hier sind. So, dann muss ich meine Beine hier kontrollieren, aber manchmal die Beine sind echt verrückt, somit ihre Hände zu kompliziert zu kontrollieren hier ist. Okay, ich bin hier, sie kann meine Beine nicht kontrollieren. So, was sie machen hier kann, ist, sie kann hier nach vorne hier kommen und schwimmen. Okay, das heißt, sie bringen ihre beiden Arme genau unter meine Oberschenkel, damit sie hier meine Beine kontrollieren hier kann. Okay, passt auf, Kinder, dass ich hier meine beiden Beine über ihre Schulter hier habe. Sie hat ihre beiden Hände hier zusammen. Und solange ich hier bin, meine Beine sind nicht mehr verrückt. Sie hat meine Beine hier voll kontrolliert. Okay, so von hier. Wir haben das schon vor kurzem hier gesehen. Sie kann meine Krage hier jetzt greifen und einfach, wenn sie hier meine rechte Krage oder Schulter gegriffen hier hat, sie muss einfach zu meiner linken Seite hier laufen, meine Beine sind weg, dann ist schon auf meiner Seite und ich kann nicht mehr hier gegen deine hier spielen. Okay, so einmal noch, ich bin hier, arbeite ich hier mit den verrückten Beinen, die Beine sind immer noch gefährlich, so, sie kommen hier tief, schwimmt. Sie hat jetzt hier meine beiden Beine kontrolliert. Pass auf, Kinder.
Beine über die Schulter, okay? Wenn Sie hier über den Arm hier sind, die Beine sind immer noch verrückt, okay? Sie muss, genau, die Beine über ihre, auf ihre Schulter hier bringen, damit sie nicht mehr verrückt sind. Jetzt sind sie richtig ruhig geworden, okay? So, von hier wieder nach vorne kommen, auf den Schulter greifen. Sie hat hier meine linke Schulter gegriffen, sie läuft jetzt zu der anderen Seite, Beine sind weg. Sie hat meinen Kopf hier kontrolliert, den anderen Arm unter meinen Arm. Und jetzt, ich kann nicht gegen Beine spielen. Alles klar? Dann, Kinder, was wir machen können, ist die andere Spiel wieder spielen. Aber jetzt, wir müssen nicht nur, können wir natürlich die Beine greifen, die verrückten Beine greifen wie bevor, oder können wir einfach schwimmen. Solange wir unsere Beine-Seite erreichen können, gut für uns, okay? Und dann machen wir 2 Minuten tauschen, Trinkpause dazwischen natürlich, okay, damit wir ein bisschen zusammenspielen hier können, okay? Hoffe, dass alles gesund sind. Ich vermisse euch sehr. Bis bald, Kinder. Tschüss.